Hallo liebe Fußballfreunde, ganz herzlich willkommen zurück in der Karriere beim SC Freiburg. Heute sind wir in Gladbach zu Gast und wir haben ein richtiges Big Point Spiel. Guckt euch an, da seht ihr es. Es geht jetzt so ganz langsam ans Eingemachte, auch wenn noch viele, viele Spiele zu spielen sind. Wir sind am 22. Bundesligaspieltag, aber ihr habt es gesehen. Wenn wir heute verlieren, rutschen wir aus den Europapokalplätzen und die haben wir uns in der Hinrunde wirklich verdient. Im Moment suchen wir nach der Form, aber wir haben jetzt schon mal wieder zweimal in Folge nicht verloren. Auch wenn wir mittlerweile seit 8 Spielen ohne Sieg sind, bin ich der Meinung, 7 oder 8. Und das wollen wir jetzt schleunigst ändern. Gucken wir mal, wir spielen in Rot von rechts nach links gegen eine starke Gladbacher Mannschaft. Wer die Aufstellung noch nicht gesehen hat, der hat die letzte Folge verpasst, denn da haben wir sie gemeinsam gestaltet. Und wir gucken mal, was jetzt hier möglich ist im Borussia Park. Ich hoffe mehr als im Spiel gegen Hoffenheim, wo wir dann doch sehr, sehr viele individuelle Fehler gemacht haben, taktische Fehler gemacht haben. Hoffen wir mal, dass es heute besser geht. Ich freue mich übrigens, wenn ihr weiterhin kommentiert und die Daumen nach oben drückt. Die Kommentare haben in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Vielleicht liegt es an der tollen Sonne oder an meiner scheiß Spielweise im Moment. Ich weiß es nicht. Könnt ihr auch mal Feedback zu da lassen, warum ihr im Moment so wenig kommentiert. Jetzt aber rein ins Spiel. Den Ball hatten wir fast. Oh nee, wieder dumm. Gibt auf jeden Fall schon mal wieder gelb. Weil wir einfach immer zu spät kommen. Hahn, gefährlicher Mann. Franz verfolgt ihn. Sorg ist auch da. Oh, warum geht er denn da weg gerade? Nordfight. Boah! Junge, Junge, erste dicke Chance für Gladbach. Harvard Nordfight lässt mal einen. Und der war nicht so schlecht. Wenn der passt, dürfen wir sich beschweren. Roman Bürki. Übrigens, wo sind eigentlich die ganzen, die mir erzählt haben, alles so langweilig ist? Habe ich auch lange nichts mehr von gehört. Ich denke, ihr dürftet euch jetzt nicht mehr über Langeweile ärgern, oder? Rita hat die gelbe Karte bekommen. Moment, ist eher langweilig, weil ich nicht gewinne. So, das ist aber nur mir langweilig, nicht euch, keine Sorge. Da Rida und Schmid, der auf rechts deutlich besser zurechtkommt. Kelvin. Kelvin. Ja, hat er gut gemacht. Hat er schön eingedreht. 1:1 zum Tor! Tor von Kelvin und was für eins! Hat er das schön gemacht, der Kelvin. 1:0 für uns. Oh, aus dem Nichts. Und da macht er aber auch wunderbar. Wunderbares Roulette. Und zack, ist er im kurzen Eck drinne. Keine Chance zum Abwehren da. Junge, Junge, Junge. Haben wir Glück gehabt, dass wir da so gut durchkommen. Und dann ein wunderbarer Linksschuss. Torwart verladen. Sehr, sehr, sehr stark. Drittes Saisontor von Kelvin erst. Da kann auch noch ein bisschen mehr kommen. Keine Frage. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Moment so wenig Tore machen, dass die Spieler so ein bisschen stagnieren. Oh, der war gut auf Johnson gespielt. Da kommt Franz raus. Der aber gut, der es clever macht, der nicht sich die Krot abdrängen lässt. Ja, kann man pfeifen, ne? Foulspiel von Torrejon. Gibt einen Freistoß für Kruse. Da gehe ich mal nicht ans kurze Eck aus der Entfernung. 25, 26 Meter gehen wir nicht ins kurze Eck. Oh, Hazard. Oh, muss ich aufpassen. Rita hat schon gelb. Jawohl, Konter, Rita. Guter Ball auf Memedi. Memedi könnte Lazaro schicken, schickt ihn auch. Das ist ein wunderbarer Ball von Memedi. Der von Johnson verfolgte Lazaro hat Probleme mit der Annahme. Ja, bleibt nur stehen. Macht er auch. Ah, wollte ich gar nicht machen. Franz schießt. Scheiße. Ich wollte die Flanke schlagen und bin auf Schuss gekommen. Egal. Ah, war vielversprechend. Das sieht ganz gut aus. Und wir haben Räume beim Kontern. Das sieht man auch. Und heute ist mal Memedi wieder dabei, der mal eine Denkpause gehabt hat im letzten Part. Und vielleicht war das gar nicht so schlecht. Guter Seitenwechsel. Eigentlich unsere Spezialität. Kelvin konnte aber Schlimmeres hier verhindern. Und geht jetzt auch mit nach hinten. Und der Weg war nicht umsonst. Bürki. Hoppala. Aufpassen. Franz. Franz macht viel richtig, ne? Am Anfang hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Memedi. Darida. Der sowieso viel richtig macht. Kelvin. Den spielt der Schöne die Gasse für Lazaro. Oh, der vernascht Hazard mit einer Bewegung. Keiner greift ihn an. Wieder Einzelaktion. Pech. Pech für Lazaro war's. Pech. Johnson. Jetzt hätten wir natürlich, wir führen zumindest verdient. Ob wir das 2:0 schon verdient hätten, keine Ahnung. Ja, müssen andere entscheiden. Aber am Ende des Tages zählen eh nur 3 Punkte, die wir jetzt unbedingt mal wiederholen wollen. Aber dazu müssen wir natürlich hinten besser stehen. Gut, verteidigt, aber der Ball bleibt bei Gladbach. Es war eigentlich auch klar, wo der Ball hingeht. Franz, Tor. Ja, war klar. Ich sag's eben noch, ne? Ich sag's eben noch. Torgan Hazard war's, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir in jedem Zweikampf zu spät sind. Und da macht er den natürlich eiskalt. Ne, Max Kruse. 30. Spielminute, alles steht Ausgleich und schon ist das Thema wieder erledigt. Hätten wir mal das Tor gemacht eben, dann wäre es natürlich jetzt ein bisschen entspannter.
Und dann wäre wahrscheinlich das andere Tor gar nicht gefallen. Aber hätte, wäre, wenn im Fußball, ist ja sowieso immer so eine Sache. Kelvin, Schmid geht mal durch, sehr schön. Kriegt er den Ball auch an den Mann, dann kriegt er nicht. Aber Medi steht auch hinter Mann, ne? Das nennt man auch Verstecken. 32 Minuten durch, wir sind wieder die bessere Mannschaft. Aber man sieht halt, dass unsere Formkurve so ein bisschen zumindest nach oben steigt im Moment. Medi. Ah, wollte ich gerade sagen, ist ein Freistoß, aber da kann ich ja eh nichts mit anfangen. Das, was ich rausfragen könnte, wäre eine Ecke. Versuchen wir es mal. Schmid. Versuchen wir es mal. Ey, der war nicht flach, der war hoch. Ich kann es eh nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich und Freistöße sind nicht mehr befreundet. Darida. Darida. Überlistet jetzt. Nein, überlistet niemanden. Wird abgefangen. Ja, ich habe mir den Abschluss gesucht. Im Moment. Ich kann mir nicht noch 5 Querleger erlauben, weil die meistens nicht ankommen. Nein, Rita, den darf er sich nicht vom Fuß nehmen lassen. Sascha Rita. Sorg auf der Seite gegen Rodgotta. Jetzt muss Rita wieder hinterher. Hat er gut gemacht. Torrejon. Gut, gleich den Druck ausgewichen. Darida. Seitenwechsel. Schmid, jawohl. Kelvin. Ja, hat er schön getunnelt. Kelvin hat sich gut durchgesetzt. Und das gibt's gar nicht. Da wird... Wenn das kein Foul ist, ich weiß es auch nicht. Dann kann man, dann könnte er aufhören zu pfeifen, Schiedsrichter. Gut, Brauers attackiert hier. Oh! Da wirst du weich. Psst. Hazard. Nach einer aberwitzigen Geschichte. Oh, da gibt es wieder Foul für uns, ey. Aberwitzig, wie dieser Ball überhaupt dahin gekommen ist. Janschke wird den Freistoß jetzt bringen. Es ist gleich Halbzeit. Sehr weit. Ambitioniert nennt man das auch. Kruse, Nordfight, der sich immer wieder einschaltet. Johnson. Hahn. Die darf nicht kommen, die Flanke. Gut. Vereinigten Kräften. Ihr wieder zerren die Alster. Ah, schade, die Idee war gut. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte mir, wir versuchen es mal. Memedi, sehr guter Ball für Rita. Der kann jetzt Kelvin schicken und der geht ab gegen Wendt. Das war klar. Das war so klar. Mensch. Muss ich doch einfach nur kürzer legen, den Ball. Ist er vorbei an Wendt. Wir haben alles in der Hand. So, jetzt könnte er aber die 5 Minuten langsam abpfeifen. Wollte ich gerade sagen. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal Halbzeit. Ausgleich 1-1. Bitter für uns. Jan Sommer hatte beim 1-0 keine Chance. Und ja, wir sehen es ja. Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft. Darida soll noch so lange spielen, wie ihn die Füßchen noch tragen. Um vielleicht noch den entscheidenden Punch zu setzen. So, Kempf. Mit einer ganz soliden Vorstellung bisher. Schmid. Über Schmid und Kelvin, da geht was. Auch wenn Wendt dieses Mal den Zweikampf für sich beanspruchen kann. War natürlich auch wieder mal in den Rücken gespielt. Ohne, ne, das sind so Sachen, wo der Trainer mal drauf achtet. Der spielt in den Rücken, dann müssen wir das Tempo rausnehmen. Und dann ist natürlich der Gegner da. Rita, Rita, wieder war einer dazwischen. Oh mein Gott. Hazard rennt ins Aus. Deswegen bin ich mit Kelvin weggelaufen. Habt ihr gesehen? Schnell ausgeführter Freistoß. Einwurf von Schmid. Die Flanke kommt. Ja, mein Gott. Das ist schon fast lächerlich. Hier, versucht diesen Kopfball da zu spielen. Das war stark. Hahn. Rita kämpft. Das muss man ihm lassen, trotz gelber Karte. Der kämpft mit André Hahn. Fehlpass hat er damit provoziert. Memedi. Ey, Leute, ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht mehr normal, oder? Nur es bringt mir ja alles nichts. Ihr macht wahrscheinlich ja jedem Freistoß eine Hütte. Das, was ich mache, ist mich blamieren. So, weiter geht es also. Schmid im nächsten Versuch. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Wieder flach und wieder in die Mauer. Warum jetzt der flach ist, ich verstehe es nicht. Ihr braucht mir auch keine Tipps geben, ich raff's eh nicht. Von daher ist das schon alles okay. Ein guter Spieler würde jetzt 3-1 führen. Und ich trage die Konsequenzen meines Tuns. Aber weil ich auch keine Zeit habe, die Scheiße zu üben. Das ist mein großes Problem. Aber bald kommt der FIFA 16. Vielleicht kann ich es dann üben. Birki. Ruhig, jawohl. Gut gemacht, der Franz. Der hat eine ganze Menge Grün vor sich gehabt. Lazaro, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Chippt den Ball in den Lauf von Memedi, der sich gegen Brauers durchsetzen kann. Hat jetzt aber das Problem, dass einfach mal 8 Mann gegen ihn stehen. Flanke kommt. Kelvin lauert. Nein, Kelvin kann einfach nicht köpfen. Eieiei, das ist auch eine hundertprozentige gewesen. Eieiei. Wir sind hier die bessere Mannschaft, wir sind am Drücker, aber wir machen das Tor nicht. Und Lazaro kann Johnson direkt unter Druck setzen. Ja, weitermachen, weitermachen, Druck aufbauen. Ja, da ist schon wieder vollgepfiffen. Und da musst du halt aufpassen. Raphael, von dem haben wir noch gar nichts gesehen. Torrejon zeigt ihm auch mal gleich, dass er am besten noch da bleiben sollte.
wo er war. Nämlich im Nichts des Spielfeldes. Kramer. Nordfight. Jetzt warte wieder diese tollen Tricks. Klasse Parade von Birki. Und der pflückt Schmied nach von der Linie runter. Das ist unglaublich. Ja, die kommen einmal vor das Tor und da ist das eine riesen Chance. Aber es ist ein unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Kelvin. Ja, was soll er machen? Fünf Mann um ihn drum. Niemand in seiner Nähe, der mitspielt. Lazaro. Lazaro. Warum ist denn, warum läuft der Franz dahin? Peter, zu früh gedrückt. Raphael wieder. Gut verteidigt gegen Raphael. So, Lazaro. Ey, der Jones blockiert den Ball. Ja, natürlich. Fick die Hände hier, ey. Raul Brauers. Tempo 20, aber einen guten Ball kann er noch spielen. Nicht zu unterschätzen da hinten raus. Und jetzt hat er den Ball aber mal verloren. Und Darida kann nicht mehr. Nein, Darida läuft lieber mit dem Ball ins Aus. Wir müssen mal wechseln. Darida kann nicht mehr. Und Lazaro kann eigentlich auch nicht mehr. Für Darida kommt jetzt mal Kittel. Vielleicht hat der mal wieder was im Tank. Und Inji für Lazaro. Vielleicht geht noch was, Leute. Oder spielen wir schon wieder 1-1. Das wäre ja eine Katastrophe. Auch wieder dann das Thema Schlimmeres verhindert, aber auch wirklich nur auf der Stelle zu stehen. Nordfight. Wir können uns nur dafür bedanken, dass die Liga so schlecht ist im Moment. Hahn. Nordfight. Oh, die laufen sich gegenseitig über den Haufen. Das müssen wir ausnutzen. Inji Memedi. Ja. Guck dir das an. Da bleibt er da oben stehen, dieser Vogel. Inji hier gerade auf den Platz gekommen. Johnson. Ah, guter Versuch. Hat noch den Ball. Gut gemacht, Inji. Jetzt kannst du schießen, Junge. Schieß. Nein, er legt den Ball immer zu weit vor, dieser Amateur. Das geht gar nicht. Mann. Das sind so Chancen. Na gut, das ist halt, wenn du mit Neymar spielst, ist das natürlich eine Lachnummer, ne? Der macht die halt einfach dann. Aber Clinton Inji mit einer 66 nicht. Oh nein. Wendt. Kruse. Läuft schon wieder auf das 1-2 hinaus, weil hier wieder, wir kommen wieder bei jedem Angriff zu spät. Das war abseits, oder? Ja, das war abseits. Hat der Schiedsrichter erkannt? Oh, da unten. Versuchen wir mal, Schmied. Hab ich toll gemacht. Rita, Schmied, Kittel hat den ersten Ballkontakt. Kelvin, Katastrophe. Viel zu lässig. Und dann ist der Ball natürlich wieder weg. Rita gegen Raphael. Der Junge muss zum Tor gehen oder willst du ein 1-1 halten gegen uns? Oh nein! Oh nein! Janschke. Jetzt kannst du wieder nicht dran gehen. Hahn. Wo laufen die überhaupt hin? Kramer. Guck dir das an. Fünf Mann gehen auf den Ball und die kommen zum Abschluss. Ja, ich gehe nicht dran, weil ich keinen Elfmeter rausholen will. Ich weiß genau, dass es Elfmeter gibt. Und deswegen gehe ich da nicht hin. Bin ich ganz ehrlich. Was machen wir jetzt hier? Gucken wir mal, ob Kruse den holt. Nein, oder nicht. Kämpf. Guter Ball. Auf Schmied. Boah, Leute, was machen diese Gladbacher, ey? Memedi. Mach mal was draus. Ja, der macht gar nichts draus. Armin Memedi. Admir, sage ich nochmal. Memedi. Ist einfach eine Katastrophe im Moment. Da auch wieder, die verschieben nicht. Leute, das kann nicht wahr sein. Wenn die das in FIFA 16 mit in den Griff kriegen, wird das mein letztes Fußballspiel sein. Ganz ehrlich. In der heutigen Zeit nicht hinkriegen, dass eine Mannschaft intelligent verschiebt. Auf dem Platz. Da brauche ich nichts einstellen für. Das muss einfach so drin sein. Dann kann es überhaupt nicht mehr gehen. Schön. So, drei Gladbacher stellen uns zu. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Drei Minuten sind auf der Uhr. Ingie. Memedi. Lauf. Schlampe, Lauf. Ingie. Oh, kein Abseits. Ich werde... Ey, komm. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich war es auch noch Abseits. Ist ja alles schön und gut, aber das ist unglaublich. Da setzen wir uns einmal durch. Wir spielen in der zweiten Halbzeit auch scheiße, ne? Muss man auch mal sagen. Erste Halbzeit war viel besser. Jetzt pfeift der Sack das Spiel ab. 1-1 erneut. Das ist ja unglaublich, ey. Das geht gar nicht. Achtes oder neuntes Spiel in Folge ohne Sieg. Und, ja, so werden halt, wie gesagt, das seht ihr ja selber. Bei den Noten wird nichts besser. Und das ist, glaube ich, das große Problem im Moment. Deswegen machen die auch zu wenig draus. Oder die Pässe kommen nicht an. Dortmund spielt auch nur 0-0. Man könnte meinen, das ist geskriptet, dass wir den Platz halten, solange wie es irgendwie geht. 8-8-6 momentan die Bilanz, 20 Gegentore, das ist alles noch okay, aber 27 Hütten ist zu wenig. Und 32 Punkte ist eigentlich, ja, mit der Hinrunde auch zu wenig, ne? Weil die Hinrunde eben so gut war.
Und ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Ich, ganz ehrlich, jetzt, also ich meine jetzt hier mit wie so ein Scheiß hier, das ist ja alles so müßig hier. Ich kann doch diese Truppe jetzt nicht loben, aber ich lobe sie jetzt einfach mal, weil sie ja dreimal in Folge nicht verloren haben. Und dann kommt Bayer Leverkusen. Au, 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 au. Und dann müssen wir mal eben gucken, wie es so aussieht mit den Herrschaften. Dass wir eine neue Aufstellung machen hier, genau. Das ist erstmal ganz wichtig, dass wir den Schmied jetzt hier rüberziehen und den dann Günther da einstellen, ne? Damit wir da nicht immer so viel umstellen müssen. Ansonsten, guckt mal an, die Pfeile da unten sind nur noch drei im Moment. Das sind natürlich auch zwei wichtige Säulen hier, die die Pfeile da unten haben. Und der arme Sascharita, ne, der macht eigentlich ein gutes Spiel und hat dann doch wieder keine guten Noten gekriegt. Jo, wir können im Moment relativ wenig machen. Wir gucken mal eben nochmal bei Verträgen rein. Da hatten wir ja keine Probleme. Ne? Erst nächstes Jahr laufen 5 Stück aus. Aber auch da sind, glaube ich, nicht sonderlich schlimme Sachen dabei. Jo, in der Zentrale ist auch nichts zu gucken. Wir können eben nochmal gerade mal durchgucken, wie es in den anderen Ligen steht. Fangen wir mal an. In Belgien, da führt Club Brügge vor Anderlecht und zwar weit vor den zweite Liga. Bochum, oh, Bochum auf dem Weg zurück mit Düsseldorf. Der Club auf 3, Lautern auf 4, das könnte noch interessant werden. Heidenheim, Sandhausen und Aue stehen ganz unten. Dänemark ist relativ uninteressant. Chelsea vor Liverpool, 6 Punkte, 5 Punkte sind es. Aber auch ein Spiel mehr, also das ist auch noch interessant in der Liga. Ganz unten Burnley und Leicester. Frankreich, PSG natürlich, 10 Punkte Vorsprung. Italien, Milan vor Juve, oh, hört, hört. Und was haben wir noch so? Gucken wir mal Holland, Ajax vor Feyenoord, Portugal Sporting vor Benfica, Russland Zenit vor Spartak, 7 Punkte schon. Und dann kommen wir selbstverständlich in die Schweiz, wo die, Basel führt. Und Real Madrid vor Barca, 4 Punkte, das ist auch interessant, gibt es auch selten bei den Türken. Da wollen wir auch gucken, habe ich sicherlich auch ein paar türkische Kollegen hier unter uns. Gala vor Beşiktaş und Fenerbahçe, das werden wahrscheinlich die Fener-Fans nicht sonderlich witzig finden. Und ich sage hiermit an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, genießt den Sommer. Ciao und haut rein.